So, meine lieben Freunde, Hallöchen, Popöchen und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Horizon Forbidden West. Wir sind bei Part 15. Uhu. Ich werde natürlich fortfahren. Ja, ich habe die Kamera mal woanders dahingestellt, weil ich es eigentlich gewohnt bin, immer nach links zu gucken. Und wenn ich mit euch spreche und wenn ich da reingucke, dann ist jetzt nicht so tragisch. Dementsprechend habe ich mir gedacht, jo, können wir mal so machen. Ich habe mich diesmal auch vorbereitet, was zu trinken hier stehen. Habe schon einen fetten Döner-Teller gegessen. Habe mir eine richtige Gammel-Sonntagshose angezogen. Warte mal. Wir haben Part Nummer 14 fertig. Super. Nee, gestern war eigentlich ein cooler Stream. Ein bisschen Ghost of Tsushima. Auf der einen Seite. Dann ein bisschen Far Cry 6. Ah, mal gucken. Vielleicht zieh es runter, mach da mal so ein angetestet draus. Aber ich muss sagen, Far Cry 6 ist nicht so geil. Ich weiß nicht, warum das alle hypen, aber Far Cry 6 ist wie ein schlechtes Far Cry 5. Kann ich nur abraten. Wie gesagt. Das haben wir gestern gespielt. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, nee. Nein, lieber 5. Gut. Reise zu den Koordinaten. Ich will mal gucken, ob es hier noch vielleicht irgendwas gibt. Versorge die Konsole mit Strom. Soweit bin ich noch nicht. Okay, aber hier gibt es noch... was Unbekanntes ist, würde ich gerne machen. Da war ein Donnerkiefer am Werk. Ich bin soweit vorbereitet. Okay, 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 okay. Ich habe alles. Alles, was ich brauche. Vielleicht kann ich ja gegen den Donnerkiefer bestehen. Das werden wir sehen. Da läuft er, der große Bube. Hallo Ziege. Super. Na komm. Jo, ich muss sagen, ich habe ein bisschen Geld verschwendet. Ist ja eigentlich nichts Besonderes, mache ich ja die ganze Zeit. Aber... sagen wir es mal so. War nicht ganz so geil. Ich habe mir diese HDR-Erweiterung geholt bei Microsoft. Und wollte dann HDR-Videos abspielen. Aber das Problem ist, dass das irgendwie bei der Aufnahme ganz blöd läuft. Weil die eine Anzeige kann HDR, die anderen zwei nicht. Von daher immer ein bisschen schwierig. Also müsste ich eigentlich gucken. Na, dahin müsste ich können. Ich glaube, der Drohne kann ich nichts anhaben. Wo ist die Drohne hin? Ja, Donnerkiefer. Ich will die Drohne gucken. Oh, hau doch ab! Nein, Drohne. Ich will doch mir nur die Drohne angucken. Ja, ich weiß, Säure. Überwachungsdrohne. Aufnahmedrohne unbekannter Matcher. Könnte wertvolle Daten enthalten. Okay, die Frage ist jetzt, wie mache ich das am besten? Das hat nichts gebracht.
Willst du mich verarschen? Das hat nicht gereicht. Er hat gesessen. Fuck. Ja. Ich habe so das Gefühl, die haben die Dinger schwerer gemacht. Definitiv. War jetzt nicht ganz so optimal. Die Frage ist, will ich lieber auf Schaden bauen? Der weiß, dass ich da bin. Schockmunition wird hier wohl nicht helfen. Ich weiß. Einfach Damage. Ich könnte versuchen einzufrieren, aber ich bin einfach nicht gerüstet für sowas. Ob ich das so langsam, aber stetig machen kann? Ich finde es halt interessant, dass du es mal aufs Maul kriegst. Aber... auf der anderen Seite... halt irgendwie das Vieh sich wieder erholt. Weil ich habe ja meine Dingspunkte verloren. Im L1 stoßen wir das Wasser. Was? Keine Ahnung, was dieser Mutstoß bringt. Ja, natürlich. Das mit den verschiedenen Skills ist so, ich weiß nicht, das hat Far Cry 6 auch versaut. Ja, das Problem habe ich bei Far Cry 6 auch. Wenn ein Spiel meint, wir brauchen mehr Fähigkeiten, um irgendwie eine Verbesserung zu rechtfertigen. Das finde ich halt ultra schade, weil es macht so viele Spiele kaputt. Zum Beispiel als kleines Beispiel sage ich jetzt mal, nicht nur Forbidden West, weil du halt mit normalen Fähigkeiten kaum Schaden machst, dir dadurch das Tempo im Spiel verloren geht, sondern bei Far Cry 6 war das ja auch so. Du musst immer die richtige Munition im richtigen Gefecht benutzen, ansonsten machst du fast keinen Schaden und es bringt so viel, das bringt so viel Speed, so viel Schwung aus dem Spiel, wo ich mir denke, what the fuck? Habe ich, glaube ich, gestern im Stream 6-mal versucht, irgend so ein scheiß Dingsbums zu klatschen und habe einfach keinen Schaden gemacht und musste ständig die Munition wechseln und hatte halt nur ein Gewehr mit der passenden Munition. Und immer so eine Scheiße.
irgendwie habe ich das Gefühl, dass es halt... Warum so viel Schaden? Weißt du, und da denke ich mir auch einfach... Also beim Vorgänger hatte ich mehr Spaß. Sag ich ganz ehrlich. Zero Dawn lief knackig, fluffig von der Stange. Und wenn Leute sich darüber beschweren, weil sie das Spiel zig Milliarden Jahre spielen und dann eine Herausforderung haben wollen. Schön, dass ich das nicht treffe. Genauso gut wie... Ja, warum? Beim ersten konnte man so gut ausweichen, das war so schön und jetzt auf einmal bum 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 bum. Also entweder bin ich langsamer geworden, was ich nicht glaube, weil ich habe Horizon Forbidden Zero Dawn ja relativ zügig gespielt. Vor allem das mit diesem Mutding. Warum? Wozu? Warum kriegt die jetzt auf einmal mehr Schaden? Und wie können die mich denn da treffen? Hä? Ich war schon längst weg. Kannst sagen, was du willst, aber je mehr Variation du irgendwo reinbringst, desto mehr Speed nimmst du aus den Kämpfen raus. Das ist traurig. Durchaus. Ich verstehe auch nicht, warum. Aber, naja. Das ist bei Spieleentwicklern traurigerweise oft der Fall, wenn sie auf einem guten Hype sind und ein gutes Erstprodukt machen. Und das ist verkacken. Ich muss also, wenn ich jetzt schieße, dann hat er mich doch. So wenig Damage an dem. Ich meine, es ist jetzt kein brachialer Bogen, aber ich habe keinen Platz, ich habe keine Spulen. Mit dem Mut verstehe ich auch nicht. Und warum brauche ich denn, wenn ich die Fähigkeit habe, 3 Pfeile zu setzen, warum kann ich das nur mit diesen Bögen machen? Und warum brauche ich dafür Ausdauer? Ich weiß zwar nicht, was das jetzt für einen Unterschied gemacht hat. Aber okay. Läuft der jetzt automatisch ab oder was da los? Natürlich habe ich den nicht getroffen. Wäre auch schön, wenn ja. Ich weiß zwar jetzt nicht, warum ich den jetzt nicht getroffen habe, aber... Mut, schwerer Treffer. Wir kriegen das hin, dauert nur ewig. Frag mich bitte nicht, warum. Mit diesem ganzen Upgrades. Bin ich auch nicht so begeistert von. Was? Ich bin immer noch im Mut? Warum? Oh, jetzt so ein Dreierpfeil, ne? Das wäre so schön.
Aber man muss ja das Skillsystem unbedingt verbessern. Ich meine, an sich, das Gameplay und das Klettern fühlt sich ein bisschen langsamer an und allem drum und dran. Klar, das ist halt nur mal so. Es ist jetzt so, wie es ist. Wir können es gut oder schlecht finden. Also so knackig, zackig, schön wie Zero Dawn ist es nicht. Es ist eine Absteige. Mich interessiert jetzt erstmal in erster Linie die Geschichte, dass ich es mal durchgespielt habe. Aber dem Vorgänger wird es nicht gerecht. Kommt er jetzt her oder dreht er wieder seine Runde? Das gefällt mir nicht, dass er da rumpummelt. Geh doch einfach weiter. Ach so, ich krieg Mut, wenn ich... so baue ich Mut auf, okay. Ich mag das mit dem Mut trotzdem nicht, okay. Sagt mir Bescheid, wenn ihr die Position der Kamera so in Ordnung findet. Ich habe die jetzt hier auf den linken Monitor gesteckt, nicht auf den vorherigen oder auf den rechten auch nicht. Einfach aus dem Aspekt her, weil ich es so angenehmer finde und ich bin es halt auch gewohnt. Noch zu blöd zu treffen. Na komm. Ich habe weniger Pixelfehler, wenn ich Remote Play benutze, als wenn ich, also bei der Aufnahme, als würde ich streamen. Aber es kann wahrscheinlich auch an den Leitungseinbrüchen sein. Mal 1080p auf 60 Hertz ist, meh. Naja, was wollte ich sagen? HDR-Anzeige kann ich zwar jetzt einstellen, habe ich mir auch die Erweiterung dazu gekauft. Nur hat mir das bis jetzt nicht so wirklich viel gebracht. Das Remote-Tool gibt mir immer noch keine Chance, 1080p einzustellen. Bei der PS5, glaube ich, generell ist das nicht möglich. Und ja. Bei der Capture Card bin ich halt nicht ganz sicher. Das meiste hole ich aus der Capture Card raus, wenn viel zu holen ist. Wenn ich es halt mit dem Camlink, beziehungsweise nicht Camlink, sondern wenn ich es mit dem Linksbums mache. Wenn ich das mit Dingsbums verbinde. Also, wenn ich die Capture Card mit dem Camlink aufnehme. Aber dann kann OBS und der Camlink-Vertrag, also das Elgato-Aufnahmetool, verträgt sich mit OBS nicht. Die kann ich nicht separat benutzen. Sprich, ich kann OBS nicht sagen, nimm jetzt mal den Camlink als Einnahmequelle. Also nimmt er schon, nimmt aber was Eigenes. Ich kann aber nicht sagen, nimm bitte das Bildschirm des Elgato-Tools auf. Das geht nicht. Und dementsprechend muss ich da ein bisschen rationieren. Und wenn, je nachdem wie viel auf dem Bildschirm los ist, habe ich das Gefühl, dass zumindest OBS ein bisschen ruckelt. Und für die Switch reicht es durchaus aus. PlayStation 5 kann deutlich mehr. Ein Kollege hat auch die PS5, aber die digitale Version. Ich habe ja die analoge. Also mit Laufwerk. Er meinte, er kann 120 Hertz speisen. Aber ich sag's mal so, dann müsste ich mir eine neue Capture Card holen. OBS kann sowieso nicht mehr als 60 FPS aufnehmen, also von daher wäre das nur ein besseres Verlangen für mich.
Und da ist halt die Frage, wie mache ich das? Ich finde es so schade, dass echt schade, dass man die PlayStation nicht so steuern kann, so auf einem guten Fernseher. Und dann einfach mit Remote Play am Rechner einfach dieses Bild der PlayStation via LAN-Netzwerk auffängt. Das wäre cool. Dann bräuchte ich keine. Gut, Capture Card brauche ich so jetzt auch nicht, aber da könnte ich auf einem guten Monitor spielen, so wie es die PlayStation weitergibt. Und die gibt einfach nur eine Kopie von dem, was er ausgibt, halt an meinen Rechner, so dass ich es aufnehmen kann. Aber das ist halt nicht möglich. Angeblich. Also, ja. Habe ich hier nicht was markiert? Achso, das habe ich schon. Überwachungsdrohne Niemandsland. Ja, die sollte ich vielleicht mal holen, die Überwachungsdrohnen. Bock, geh da weg! Das ist die Überwachungsdrohne. Frage ist, wie kriege ich die? Naja. Aber so grafischmäßig, Storytelling-mäßig ist das Spiel einfach geil. Muss man einfach sagen. Nur sie hätten sich mehr an dem Vorgänger orientieren sollen. Sag ich jetzt. Ich meine, die High Resolution Mode sieht natürlich grafisch noch mal geiler aus. Aber 30 FPS, da hätte ich mir auch keine PS5 holen müssen. Wenn ich mit 30 FPS zufrieden gewesen wäre. Also langsam müsste das Ding doch im Arsch sein. Warte. Vier Stück. Ah, ich brauche zwei, ich habe noch 34. Okay, verstehe. Ja, das dauert jetzt ein bisschen lang, aber ich hoffe, da gibt auch ordentlich EP. Ich würde gerne mal wissen, auf was für eine... Normal, Schwierigkeit normal. Also gibt es so ein paar Aspekte, die sie neu eingebracht haben, wo ich sagen muss, nein, sorry. Und das sind nun mal hier diese Kanten, die dann gelb leuchten, die einfach überhaupt nicht ins Bild passen. Die Möglichkeit, mehrfach zu klettern. Das hätten sie einfach vor. Die hätten es einfach von Zero Dawn 1:1 übernehmen sollen. So wie das ist. Fertig. Genauso, 1:1. Ich hätte mir das echt. Das ist immer so schade, wenn man sich sowas wünscht. Ich hätte es mir so gewünscht. Ein Zero Dawn, wo einfach die Geschichte weitergeht. Ohne irgendwelche neuen Sachen. Aber man kann nicht alles haben. Man kann nicht alles haben. Ich treffe einen Schwachpunkt mit dem Scharfschussbogen. Er macht nur 120 Damage. Ne, auf jeden Fall gestern Far Cry 6 gespielt. Waren ein paar Zuschauer da. Ich glaube 10 Stück oder so. War ganz cool. War ein cooler Stream. Frage ist halt nur, warum Ubisoft? Also ich war jetzt nicht unbedingt begeistert von Far Cry 6. Das war einfach nur ein schlechteres Far Cry 5. Warum so viele Munition? Warum kann ich in ein Gewehr 5 verschiedene Munitionssorten reinstecken? Eine Standardkugel macht einem Kopf genauso viel Damage wie ein Weichtierprojektil. Warum nicht? Warum macht ein Weichtierprojektil bei einem Kopfschuss bei einem Gegner mehr Schaden
als eine Standardmunition bei einem Kopfschuss. Wenn ich... Weißt du? Ich verstehe es nicht, Ubisoft. Erklär es mir. Werdet ihr wahrscheinlich nie machen. Seit wann geben Entwickler mal auf vernünftige Logikfragen eine Antwort? Wir wollten mehr Variation reinbringen. Ja, testet euer Scheiß selbst und guckt. Macht der 6er Teil mehr Spaß als der 5er? Und ich sag ganz ehrlich, Far Cry 5 war der Hammer. Und 6 war einfach nur Müll. Das Setting, die Umgebung, die Story ist okay. Einfach, ja, ist halt recycelt, ne? Auch wieder irgendein komischer Diktator, der Stress macht. Und irgendwelche Freaks, die da halt, ja, in einem Kriegsgebiet. Nur, dass du zwischendurch halt noch ein paar Zivilisten hast. Aber es fehlt einfach, um die Story zu peppen, hat einfach Dingsbums gefehlt. Fehlt einfach dieser amerikanische Style. Dass man das jetzt irgendwie auf eine spanische oder auf eine südamerikanische Insel verfrachtet mit einem Diktator bei Far Cry 6 war irgendwie nicht so. Hab Angst! Eichhundschieß! Maschine ist aber schon geil. Was er wohl macht, wenn man sich da dranhängt? Das habe ich schon mal gesagt, ne? Dass das mit dem Mut in meinen Augen Schwachsinn ist. Jetzt hat er mich gesehen, das war falsch. Aber viel kann er eigentlich nicht machen. Ich habe relativ viel abgehauen von denen. Schießt einfach doppelt so viel wie vorher. Genau, als hätten die Donnerkiefer sich geändert. War schön, dass ihr das mit der Säure eingebracht habt, aber es war nötig. Ja. Oh Mann. Ich vergess es. Ich habe den ganzen Tag nichts damit gemacht, außer irgendwie... Nee, vergiss es. Es ist halt sehr schade, weil das sind so die Sachen, die dir dann, die einem Spieler dann daran hindern, ein Spiel wirklich zu genießen. Wirklich. Wenn man zu viel Variation reinbringt und man muss, oh, ich muss daran denken und daran und daran und daran und daran auch noch. Wo ich mir denke... Entwickler, nein. Nein. Nur weil der Vorgänger irgendwie fünf, nur weil der Vorgänger irgendwie sehr gut lief mit 10 Variationen als Beispiel, heißt es nicht, dass der Nachfolger 20 haben muss. Manchmal ist es sogar echt so, dass ich sagen würde, manchmal ist weniger mehr. Vielleicht hat der Vorgänger ja auch nur den Erfolg gehabt, weil es halt mit 10 Variationen gepasst hat. Den hab ich doch platt gemacht. Was war,
Was ist das jetzt? Kann ich jetzt meinen Fokus nicht einsetzen oder was? Ein Känguru! Yo. Ja, bitte mehr. Wo ist denn jetzt? Ah, ich kann Bären aufheben in meinem Beutel. Ich meine, das Einzige, was so ein bisschen gut gemacht ist, ist, dass das hier so ein bisschen... Oh, mein Fokus ist gestört. Das ist das Ding da oben, ne? Ich wette mit dir, das ist das Ding. So, gucken wir mal. Wo geht's denn weiter? Lass mal echt weitermachen. Ist ja nicht mehr weit. Wir müssten eigentlich nur hier lang. Die Frage ist jetzt halt nur... Ne, zu viel Rauch mehr. Wäre das durchaus machbar. Yo! Ja, das weiß ich. Das wissen wir schon längst. Hier gibt es wahrscheinlich einfach nur noch ein paar Maschinenscherben, ne? Sie haben offenbar Maschinenteile geplündert. Jo, möglich. Das Problem bei diesen gelben Dingern ist halt, das macht in meinen Augen einfach hier, das versaut die Umgebung. Klar kann man es ausschalten, aber da weiß man nicht, wo man hochlaufen kann. Also... Bei Zero Dawn war es einfach perfekt. Einfach, man hat es gesehen, aber es war, man hat es so gesehen, dass es in die Umgebung gepasst hat. Und hier hat man es halt leider nicht. Okay, diese große Maschine will ich jetzt nicht wecken. Vor allem nicht mit meinem Equipment. Einem Titan installiert? Muss ich nur gucken, wie ich da am besten hinkomme. Ist was geil wäre, wenn man so einen Titan hacken könnte. Und der dann einfach für dich arbeitet. Also ohne die Biomasse zu zerstören. Also liebe Wissenschaftler oder Energieexperten, hier unten. Mal sehen, was ich finde.
An sich ja schon geil, ne? Aber ich habe noch nichts zum Tauchen. Da ist doch irgendwas. Achso, das sind einfach nur... Okay. Okay. Normalerweise sollte man nicht wirklich in Gewässern schwimmen, wo so viele Wasserpflanzen wachsen. Weil einfach das... Laut den Koordinaten, die ich vom Turm aus gescannt habe. Eine Werkstatt unter einem toten Horus-Titan. Genau der Ort, an dem Silence sich verkrümeln würde. Aber was hat er hier gemacht? Gucken, ob... Nämlich das Gefühl, manche Spiele sind extrem laut, manche sind extrem leise. Und ich weiß beim besten Willen nicht, warum. Ghost of Tsushima zum Beispiel ist gefühlt sehr leise. Ich schätze, Silence will, dass ich es überprüfe. Aloy, lass diese Nachricht ein Licht sein, das dich aus dem Nebel der Unwissenheit führt. Mit Sprengstoff habe ich die Prozessorkugel vom Titan gelöst. Ein perfekter Käfig für unseren gemeinsamen Freund Hades, mit dem man ihn zur Kooperation bringen kann. Sag ihr, was wir besprochen haben. Mit dem mysteriösen Signal, das dir Leben schenkte. Signal nur für mich gedacht. Signal wurde 1,7,22 Jahre lang empfangen. Dann Abbruch. Kann nicht kompromittieren. Ja, ja, Neustart. Doch. Einheiten werden versagen. Wieder dabei, ja? Vielleicht brauchst du eine Erinnerung an dein Versagen. Du siehst, Aloy. Gaia kann sicher neu gestartet werden. Wo du das Backup findest? Tja, da musst du mir wohl folgen, um das herauszufinden. Er meinte, er hätte alles in der Hand. Es gibt nur einen Weg herauszufinden, wo er die Kugel hingetan hat. Vielleicht sollte ich mich erstmal umsehen. Ja, solltest du. Interessant. Ich bin mir gar nicht so sicher, ob Silence wirklich so ein Arsch ist. Oder ob er nur den Arsch spielt. Armer Hades. So beengt hier drin. Kein Platz zum Nachdenken. Man kann nicht mal sprechen. Die Prozessorkugel eines Titanen auf der anderen Seite. Na, das kennst du ja. Sobald ich dich da draufgeladen habe, hast du es viel bequemer. Zumindest bis zu den Verhören. Okay. Werkstatt, super. Eine Art Protokoll. Das meiste ist zensiert. Aber anscheinend hat Silence daran gearbeitet, dass Hades redet. Das meiste ist zensiert. Trotz meiner Zweifel wegen den fehlenden Koppelungen ließ sich Hades relativ einfach auf der separaten Prozessorkugel installieren. Das Testobjekt scheint bei vollem Bewusstsein zu sein und vollkommen hilflos. Und trotzdem wird es seine Inhalte nicht freiwillig preisgeben. Demnach werde ich ein wenig experimentieren. Mein erster Versuch, Zwang auszuüben, sind fehlgeschlagen. Aber Geduld ist angebracht. Er hat ein Bewusstsein, also kann es leiden. Man braucht nur die richtige Stimulation mit der richtigen Intensität. Tag 5. Erfolg. Die Ironie ist köstlich. Mehrere Formen von Daten haben im Testobjekt Unbehagen ausgelöst. Aber nicht so sehr wie natürliche Bilder. Holographische Darstellungen von Pflanzen und Tieren funktionieren am besten. Je lebhafter, desto besser. Ja, ist ja klar. Er ist halt Hades, ne? Benannt nach der Gott, nach dem Gott des Todes. Wenn du dem Leben zeigst, das ist wahrscheinlich nicht so geil. So. Die Wirkung scheint schmerzhaft zu sein. Insbesondere ein Loop. Kaninchen, die über eine Blumenwiese hoppeln, löst wahre Todesqualen aus. Ich glaube, dass das Testobjekt sehr bald gefügig sein wird. Ich habe faszinierende technische Details über Gaias Datenstruktur extrahiert. Insbesondere darüber, wie ihre eurische Matrix mit ihren Unterfunktionen verflochten war.
Doch je mehr ich über die beabsichtigte Arbeitsweise des Systems erfahre, und insbesondere über Hades relativ einfache Rolle als Vernichtungsabsicherung, desto mehr wundere ich mich über das Signal, das es beschädigt hat. Was hat eine untergeordnete Maschinenintelligenz in einer vollständig bewusstseinsfähige Supereinheit verwandelt, die zu strategischer Planung hinterlässt und sogar genozidfähig ist? Vielleicht eine bisher unbekannte Pharos-Software, aber ich sehe nicht, wie solche Technologie fortschrittlich genug gewesen sein könnte. Es sei denn, nach der Zerstörung der Biosphäre wurden noch weitere technische Entdeckungen gemacht, vielleicht von Überlebenden im Elysium. Das scheint alles sehr weit hergeholt. Also zurück zur Quelle. Irgendwann wird Hades mir sagen, was ich sagen will. Haben wirklich Leute in Elysium diesem komischen Robot, diesem komischen Space-Raumschiff es rechtzeitig geschafft zu überleben, um Hades irgendwie zu hacken, damit der Planet vielleicht komplett ausstirbt? Und wenn der Planet wirklich ausstirbt, um den dann neu zu bevölkern? So nach dem Motto Massensterben der Erde mit genug Biosphärenzeug, um den Planeten wieder neu anzusiedeln? Neu zu bevölkern, zu bewachsen? So dass nur noch kahle Wüste und Wasser übrig ist? Das wäre eine Idee, aber weiß man nicht. Wenn ich noch bei 41 Minuten, das wird wahrscheinlich nie einen Arsch, meine Gedankengänge wird wahrscheinlich nie einen Arsch verstehen oder nachvollziehen. Meine Zwangsversuche scheinen einen hohen Preis zu fordern. Hades digitale Konvulsionen produzieren Feedbackwellen, die seine Datenstrukturen beschädigen und der Effekt beschleunigt sich. Das Verhör nimmt buchstäblich seinen Verstand auseinander, Stück für Stück. Wenn ich mit ihm fertig bin, wird nur noch wenig übrig sein. Egal, die Daten, die ich extrahiert habe und weiter extrahieren werde, sind jeden Preis wert. Solange ich nur auf alles zugreifen kann, bevor das Testobjekt zu einem elektronischen Äquivalent eines ausgehöhlten Schädels wird. Fakt 10. Endlich. Die Offenbarung, nach der ich gesucht habe, hat sich enthüllt. Erstaunlich und erschreckend, selbst für mich. Jetzt hat sich der Samen eines Plans in meinen Kopf gepflanzt. Die nächsten Monate werden meine Fähigkeiten auf die Probe stellen, als jede Herausforderung zuvor. Ich muss meinen Intellekt fördern, höher greifen und tiefer graben als je zuvor. Ja, ich bin zuversichtlich, dass es vollbracht werden kann. Mit etwas Hilfe natürlich. Meine Arbeit hier ist getan. Ich habe alles erfahren, was möglich war. Hades verdient kein Mitleid, aber er ist tatsächlich in einem bemitleidenswerten Zustand. Es wird Zeit, ihn für seine Verabredung mit dem Schicksal an einen imposanten Ort zu bringen. Was das anbelangt, Aloy ist weder nach Meridian zurückgekehrt, noch ahnt sie etwas von meiner List. Aber das wird sie. Es ist nur eine Frage der Zeit und dann wird sich alles fügen. Okay. Interessant. Weiter geht's beim nächsten Mal. Macht's gut, Leute. Tschüss.